Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Matthias Muschel war mit 10 Treffern einmal mehr erfolgreichster Magdeburger Werfer. Urheberrecht Getty Images. In der Handball-Bundesliga lässt sich der SC Magdeburg nicht abschütteln. Durch den Sieg gegen Melsungen bleibt der Klub am Spitzentrio dran. Verfolger SC Magdeburg bleibt dem Spitzentrio in der Handball-Bundesliga auch nach der langen WM-Pause auf den Fersen. Das Team von Trainer Bennett Wiegert siegte gegen die MT Melsungen 32:24, 15:14 und festigte mit 30:10 Punkten den 4. Tabellenplatz hinter den Rhein-Neckar-Löwen 33:7 und Rekordmeister THW Kiel 36:4. Spitzenreiter ist die SG Flensburg-Handewitt mit 40:0 Punkten. Leipzig mit wichtigem Sieg im Abstiegskampf verschaffte sich die DHFK Leipzig Luft. Nach dem 24:15, 11:9 bei der SG BBM Bietigheim haben die Sachsen 12:28, 6 Zähler Vorsprung auf die unterlegenen Gastgeber 6:34, die den ersten Abstiegsplatz belegen. Tabellenletzter sind die Eulen Ludwigshafen, 5:35, vor 6.600 Zuschauern in Magdeburg war Nationalspieler Matthias Musche mit 10 Toren erfolgreichster Werfer der Gastgeber. Der Däne Lasse Mikkelsen traf 9-mal für Melsungen.